Mahlzeit Fans und hallo zurück zu Batman 2. Heute mit der neuen Eskalation, die Betty-Beschaulichkeit. In Stufe 1 müssen wir James Betty mit seinem eigenen Paket ruhigstellen. Ich werde es mal so versuchen, denn wir müssen ja eigentlich nur den Postboden finden. Das Paket. Und im Normalfall findet er sich wie in der Standardmission da hinten. Das sehen wir ihn auch schon. Ich habe jetzt das Paket mitgenommen. Nein. Nehmen wir es jetzt mit. Keine Angst, wenn Körper gefunden werden. Mit dem Tarn-Equalizer. Zählt es immer noch als Silent Assassin, wenn man damit Personen neu stellt. So viel zu Stufe 1. Stufe 2. Stellen Sie als Postbote verkleidet Amelia Garros mit einer Harke ruhig. Mit einer Harke. James Betty bleibt mit seinem Paket. Ich glaube, als Gärtner können wir eine Harke tragen. Wir probieren es einmal. Sie ist das zweite Ziel mit der Harke. Ein Problem gibt es. Ihr müsst, wenn ihr eine Waffe oder irgendwas benutzt, immer geduckt sein, dass ihr die Harke fallen lasst. Sonst
man in the whole country. Das bricht sie nämlich. Ihr könnt sie nicht mehr nutzen. Wie jetzt in diesem Fall. Also bedeutet das. Wir müssen die Hage ablegen. Und ich hätte gedacht, nur wenn man steht, geht sie kaputt. Falsch gedacht. Das ist natürlich immer dran zu denken, dass man die Hage ablegen muss. Beziehungsweise platzieren. Yeah. What's that you're carrying around? Another block? Das Paket. Ziehen wir das um. Ich glaube ja, das müsste auch. Aber wir probieren es nicht erst. Wenn man das Paket jetzt wirft, muss man sofort die Hake ablegen. Also platzieren. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal James Betty. Schauen mal. Sachen aufnehmen geht mit der Hage, nur nicht fallen lassen. Sie läuft hier lang. Sie hält hier an. Mal sehen. Not. Das müssen wir natürlich auch. Ja. Das ist gut. Wir haben das Brecheisen mitgenommen. Das können wir die Mission überlassen. Und haben es auch lautlos geschafft. Das ist sportlich. Falls ihr euch wundert, warum ich immer bei Freunde reinschaue. Ich möchte mal jemanden grüßen. Der weiß es bloß noch nicht. Er hat die Mission angeblich oder anscheinend noch nicht gespielt. Wir sehen weiter, Stufe 3. Stellen Sie als Postbote verkleidet Aiden Kelly mit einer Zeitung. Der Hake bleibt. Beseitigen Sie alle Ziele im Fluss von. Das wird natürlich
Probe. Zu wissen, wo er ist. Achso, ja, der Postbote ist ja kein Ziel. Das ist ja nur unser Kostümlieferant. Ich würde sagen, alles wie bisher. Ich weiß gar nicht, ob man mit einer anderen Verkleidung, ich glaube auf diesem Schwierigkeitsgrad, könnte man die Frage auch mit einem anderen Schwierigkeitsgrad tragen. Aber es ist eben wichtig, dass ihr die Haare platziert, nicht einfach fallen lasst. Der Körper wurde gefunden und es ist immer noch lautlos. Zeitung brauchen wir noch. Jetzt ist die Frage, wenn ich die Pistole aus dem Koffer hole, ob es auch. Wir legen die Axt. Ach, die Axt, die Hake. Lieber hin. I can't stop eating. Maybe you know him. Mr. Nolan Cassidy? Nehmen Sie wieder auf. Das ist unser Ziel. Der uns jetzt nur stört. Ich glaube beim Aufnehmen der Zeitung. Ja. Von der zweiten Kamera gefilmt. Das war natürlich nicht geplant. Wir wollen es ja auf lautlos probieren. Aber ich glaube, so war es schon erstmal ein Schritt in die richtige Richtung. So, I've done your... Jesus H. Christ! Hey, I need some help over here. Also an die Kameras denken. Und die Harke in keinsten Umständen fallen lassen.
würde sagen, das wird. Hey Dale, what's that you're carrying around? Lawsuit for Janice? Hey Trevor, another package. Also umziehen und Sachen aufnehmen geht mit der Hake, aber alles andere. Nicht machbar. I have to tell you. These are the best muffins I ever had. I'm supposed to meet a client for a house show today, but I can't stop eating. Maybe you know him. Mr. Monica. Hat sich zwar gern angerammelt und Zeit etwas. Sollte nicht sein. All right. There's a hard-ass criminal out there. We need to apprehend him. Do you have him? I have zero info on the perpetrator. Egal, was wir jetzt alles schon wollen, das ist ja unser Ziel. Und schalten wir ja dann noch aus. Da hinten ist ein Joggerin. Ah, das wird wahrscheinlich knapp werden. Sie macht jetzt eine Pause. Schaffen wir es. Machen wir sie an oder nicht? Nein. Wir sind höflich. Höflicher Killer. So ein bisschen. Ja, sieht er das? Sieht er das? Sieht er das? Nein. Da haben wir unsere Ziele ja. Alle im See oder im Fluss, wie da steht, beseitigen müssen. Haben wir unser erstes Ziel beseitigt. Ich würde sagen, jetzt nehmen wir James Betty und dann. Schauen wir weiter. Ich weiß gar nicht, ob ich hier reinkomme. Ziehen wir schnell Betty in den Fluss. Da sind wir wieder lautlos. Der Fälle. Dann müsste ja auch noch eine Wache sein. Das ist egal. Ist der Körper gefunden oder dann. Kam an zur Tür raus. Also ich glaube, es ist besser, wenn wir ihn da auch noch ausschalten. Ist er alleine? Lass mal versuchen.
mit einer Zeitung. Ich schaue noch mal schnell. Mit einer Zeitung. Ja. Müssen wir natürlich jetzt auch im Fluss versenken. Hier sieht uns erstmal keiner. Wir müssen dann nur aufpassen. So, das waren alle drei Stufen. Mit Mr. Betty. Deeskalation auf lautlos. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und seht uns beim nächsten Mal wieder. Ja, das war doch. Es gibt doch einen Sternabzug. Weil der Körper gefunden wurde, aber es zählt als lautloser Killer. Reicht natürlich nicht für Platz 1 in der Welt. Aber Platz 179 ist natürlich auch nicht schlecht. Ich bedanke mich.